Als nächstes werden wir an die Spindel das Gewinde anbringen. Das heißt, wir öffnen mal die Spindel, aktivieren das Blatt und wollen auf diesem Bereich hier das Gewinde anbringen. Wir fügen uns erstmal eine Mittellinie ein, also Mittellinie, hier draufklicken, Mittellinie einfügen. Dann haben wir sie schon mal. So, eine Gewindedarstellung wäre ja normalerweise nur schematisch, wir wollen jetzt aber mal richtig real darstellen. Dazu müssen wir praktisch ein geführtes Profil entlang einer Wendel einbringen. Dazu gibt es im ProE den Befehl spiralförmiges KE. Eine Spirale, wo sich halt der Durchmesser nicht ändert, ist halt eine Wendel. Wir nehmen dann einen Schnitt, das heißt, wir wollen das Material entfernen. Dann werden hier verschiedene Menüs aufgehen, weil das noch alles im alten Layout ist. Wir sagen mal, das Ganze soll senkrecht zur Leitkurve sein und bestätigen das dann. Dann möchte er gerne eine Skizzierfläche haben. Dazu nehmen wir diese Ebene. Die Richtung ist erstmal egal, sagen wir einfach okay. Hier können wir auch einen Standard bestätigen. Dann geht er halt hier rein. Gut. So, jetzt brauchen wir einen Schnitt, der die Länge des Gewindes bestimmt. Dazu holen wir uns vorweg noch kurz ein paar Referenzen rein. Und zwar hier hinten hätte ich gerne den Abstand, also als Querschnitt von dort. Und hier vorne holen wir uns diese Linie. Die Phase losgeht. Dann schließen, lass das Ganze wieder in die Skizzierebene reindrehen. Und wir brauchen nur eine gerade Linie, die wir nicht auf die Mittellinie legen, sondern vielleicht am besten irgendwo hier anfangen lassen, vertikal bis dort gehen. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch ein bisschen bemaßen, und zwar hätte ich gerne den Abstand hier unten, dass er. Oh, das ist nicht ganz richtig. Das soll ein bisschen länger sein. Da. Ich möchte das gerne bemaßen von dort nach dort. Und zwar 5 mm. Und dann möchte ich es noch bemaßen von dem Anfang zu dem Punkt. Auch 5 mm. Okay, damit wäre das fertig definiert. In der Höhe ist es egal, wir schließen das ab. Wir brauchen noch die Mittellinie. Das heißt, wir müssen uns als Referenz auch noch die Mittellinie holen. Da ist er. Schließen. Und dann eine Mittellinie hinzufügen. Schließen die Skizze ab. Gut. Jetzt müssen wir den Steigungswert haben. Das heißt, einmal bei 360 Grad Drehung wird es um diesen Betrag.